Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, in der heutigen Folge wollen wir mal auf jeden Fall versuchen, mit dem Bienenchen weiterzuspielen. Halt, ich bin schon richtig. Und als erstes, was wir brauchen, ist vor allem den Bierleiser und Honig. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich hier schon eine Zentrifuge? Ich habe einen Fermenter, aber ich habe, wie es aussieht, noch keine Zentrifuge. Auf oder aufgestellt. Eins von beiden. Zentrifuge. Ich habe sie nur noch nicht aufgestellt. Gut, dann kommst du jetzt dahin. Dann brauche ich das da und das da. Ja, es war mir klar, dass ich das da nicht mehr habe. Dann brauche ich davon hier. Und wir schmeißen rein. So. Dann heißt es jetzt. Ich brauche auf jeden Fall dreimal Kupfer. Schauen wir mal, haben wir überhaupt vielleicht noch Terrakotta da? Ja, haben wir. Dann haben wir schon mal vorbereitet fürs nächste Mal. Dann kommst du dahin. Du kommst dahin und du musst dahin. Danke. So, wir schmeißen jetzt mal 36 Stück rein. Und hoffen mal, dass wir was kriegen. Wir haben unseren ersten Honey Drop. Sehr schön. Dann brauche ich jetzt als nächstes den Bierleiser. Heißt der jetzt anders? Portable Analyzer heißt das Ding jetzt. Okay, dafür brauche ich was. Ich brauche Redstone, ich brauche einen Dia, ich brauche Zinn und ich brauche Glasscheiben. Glasscheiben finde ich hier hinten. Davon brauche ich zwei. Ich brauche einen Dia, den könnte ich sogar noch im System haben. Jawohl. Dann brauche ich jetzt viermal Zinn. Und zweimal Redstone. Gut. Den brauche ich jetzt im Carpenter mit Wasser. Da ist Seed Oil drin. Da ist gar nichts drin. Gut. Dann heißt es jetzt, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin und du kommst dahin. Und ich kann jetzt zu meinem Wassertank laufen. Ist sogar voll, cool. Klack und klack. Und dann läuft das Teil hoffentlich. Jawohl. Und wir bekommen einen Portable Analyzer. So, wir schauen mal hier entlang. Na, 7 Honey Drops haben wir schon. Kann man da eigentlich was machen, dass man den stabilisiert, dass der mehr Prozente hat? Nicht, dass ich wüsste. So, Honey Hammer. So, Portable Analyzer haben wir auch. Ja, so schnell kann man Quests abschließen. Ja, was halt vor allem auch sonst keinen Sinn macht. Propolis. Propolis. Das macht man. Silky Propolis. Silky Comp. Ja, das ist das Tropical Teil da. Dann gehen wir mal schnell nach oben, weil jetzt. Ich hoffe, dass ich mit den 7 Tropfen weit genug komme. So, weil das erste, was wir jetzt machen, wir hauen jetzt dann mal die Honey Drops rein.
Ich habe da nämlich ein paar Mal was durchlaufen lassen, beziehungsweise habe jetzt auch nochmal drei weitere Lifespan-Upgrades gemacht, halten auch einen Slot. Und jetzt, ja. Das heißt also, vorher war es so, jetzt ist es so. So, dann schauen wir mal auf jeden Fall uns mal die ganzen an, die wohl auch schon wie kamen. Das ist eine Kamen Forest. Das ist eine reine Kamen, das ist sehr schön. Und das ist eine Kamen Meadows. So, dann hätte ich mal gesagt, wir nehmen jetzt den Genetic Stabilizer. Hauen den mit rein. Dann heißt es, jetzt habe ich da kommen und da auch kommen. Normalerweise, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, müsste er mir jetzt da draus, müssten jetzt dann reine Kamens entstehen. Weil hier ist ja einmal Kamen drin. Und hier ist zweimal drin, also 3 zu 1. Es kann jetzt natürlich auch sein, dass jetzt dann nur Kamen Forest Hybriden rauskommen. Wäre natürlich witzig. Wir werden es gleich sehen. So, in der Zeit kann ich dann nämlich, na, seht ihr, zack, 25%. Das heißt, er braucht vier Durchläufe und dann ist die Pine platt und dann kann man fröhlich pfeifend weitermachen. Gut. Wir haben noch weitere Quests offen. Und zwar, wir brauchen auf jeden Fall. Ja, Production Upgrade kann ich noch nicht. Silky brauche ich auch noch. Jungle. Wachs. Ja, habe ich nur den einen. Obelisk geht auch nicht. Den habe ich. Grafter ist dafür da für die Bäume. Den brauche ich momentan auch nicht. So, Forced Mutations. Mutagen Producer. Mutadron. Advanced Mutadron und Genetic Labware. Und da haben wir das ganze Zeug in Genetik. So, dann heißt es jetzt für mich die Sprache. Im Bronze habe ich jetzt ein bisschen was da. Dann schmeiße ich jetzt mal 32 Stück da rein. Und ich habe mal wieder, wie es aussieht, vergessen, die Maschine auszumachen. Oder auch nicht. Sehr schön. Genetic. So, ein Genetic Imprinter. Ein Transposer und ein Sampler. Transposer. Ein Sampler. Alles klar. Also das heißt, ich brauche davon auf jeden Fall schon mal 4. Bräuchte eigentlich 16 Stück. 8 habe ich. Gehe nochmal 16 rein, dann habe ich die letzten 4. Dann brauche ich mal jetzt da einen. Ich weiß nicht, ob das geht mit dem Timer da hinten. Wo man den ausschalten kann. So, ich brauche auf jeden Fall ein, na genau, Nummer 2 Zinn mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Brauche nämlich Bronze. Lass mir den nämlich laufen. Ich muss jetzt nur hoffen, dass ich den ausschalten kann. Ja, kann man. Sehr gut. So, du rein und lauft. Und derzeit gehen wir mal ins Bettchen. Wir schauen mal gleich zur Biene. Die müsste eigentlich durch sein. Und vor allem gucken, ob es eine reine Kamen ist. Das Kamen. Aha. Nein, hat leider nicht so funktioniert, wie ich es gehofft habe. Das ist eine reine Kamen.
Ja, ich gehe mal durch nicht rumgelaufen. Genau, das ist eine reine Kammen. Das ist auch eine reine Kammen. Okay, aber die hat noch einen zweiten Aspekt drin. Ja, und das ist eine Forest Kammen. Auch mal wieder durch. Ja, also das ist ein Shorter Life, Slower Worker, Normal Normal, Flowers. Shorter Life, Slower Worker, das ist eigentlich gleich. Shorter, slower, slowest. Ah. Fertility 2, 3. Doch, das ist auch klar, gleich. Vielleicht da? Ja. Die eine hat hier slower. Das ist der Unterschied. Ja, ich muss halt eine reine. Ich brauche halt eine reine. Weil wenn wir eine reine haben, dann können wir die nämlich gleich laufen lassen, dass wir Nachkommen produzieren, dass wir dann mit der Genetik dann irgendwann auch das Zeug hier rausziehen können und in die richtigen Bienen verpflanzen. Weil das soll ja irgendwann mal einfacher werden. So, das ist eine reine. Das sind 35, das sind 39. Ja, kommen da die hin und da die hin. Wir sind bei 55%, okay. 80%. Und wir gehen mal gucken, ob die Pause durch ist. Dann können wir es ja wieder rauslassen. Weil wir brauchen davon noch genügend. Bin mal gespannt, was mir jetzt dann ausgeht. So, gut. Dann kann der nämlich schon mal rausfließen. Ein bisschen was haben wir drin. Und ab zur Biene. Müsst eigentlich fast schon einen zweiten Mutadron bauen, damit der Jungle läuft. So, dann schauen wir jetzt uns mal die an. Das ist eine Kamen Kamen. Okay, jetzt muss ich gucken, was ist bei der Shorter, Slower, Slowest, Slower. Shortest, Slow. Ja, der schaut eigentlich gut aus. Dann ist das die und das ist das die. Ein, kommen wir wieder raus. Kommen doch da rein. Ist eine Pristine, ne? Sehr schön. Ja, man merkt halt langsam, ne? Also, dass die. An welchen habe ich es denn angeschlossen? An dem, das, wo es total beschissen läuft. Ja, ist ja klar. Nee. Ja, ich merke, ich muss halt, ich muss gerade mehreres gleichzeitig machen. Aber am sinnvollsten wäre eigentlich, das Ding einfach nur auf die bessere umzustellen. So, wir gehen mal schnell da rein. So. Bis dahin. Jetzt wird gleich Wasser kommen. Oder auch nicht. Dann haben wir schon mal den ersten Fehler.
Ring of Magnetization an. Danke. Bis dahin. WTF, warum gehst du nicht? Okay, schon mal ein bisschen schneller geworden. So, wir müssen mal wieder alles anhalten. Läuft der auch durch? Achso, klar, geht noch still, weil das da. So. Der schaut doch jetzt schon mal viel besser aus. Das große Problem schon mal gelöst haben. Aus. Aua. Jetzt schaut es eigentlich gut aus. Oh, schaut mal. Jetzt muss ich nur hoffen. Kommen. Muss ich hoffen, dass ich, ja. Honey Drops habe ich, was, habe ich gar keine mehr. Hahaha. ja. Das heißt, ich habe ja noch unten ein paar drin. Das heißt, die restlichen muss ich jetzt auch reinhauen. Die restlichen 14, 22 Stück haben wir. Müsste ich auch gleich eine Quest abgeschlossen haben. Ah, nee, habe ich nicht, weil ich habe nur einen Bienenwachs von dreien. Ich glaube, die andere ist die helle, die wo einer auswirft, und die Magic ist die zweite. So, den habe ich. Das ist eine Kamen. Oh. Danke fürs Gespräch. So, also, was haben wir dann hier? Wir haben eine Cultivated Kamen. Das ist schon mal sehr schön. So, jetzt müssen wir mal die Meadows kommen. So, das heißt Meadows und die Cultivated schmeiße ich mal gleichzeitig rein. Mal gucken, was passiert. Aber ich habe einen Honeycomb. Das Lustige ist, dass die, wo nur viermal macht, einen Honeycomb rausspuckt, aber die nicht. Von drei. Bin begeistert. Aber ich glaube, die da sind mit einer der effektvollsten von den Honeycombs, oder? 35? Nein, die Cultivated ist noch bei 40. Gut, also sobald ich die Cultivated habe, muss die auf jeden Fall auch laufen.
Und ich habe schon wieder das Mondsymbol gesehen, also ab ins Bett. Ich bin schon wieder zu lang hier hinten. Ja, schon wieder Viecher rum kredaunzen. So, mein Magnet hat mal wieder schöne Sachen aufgefangen. Kein Mensch braucht. Zum Beispiel eine Leather Tonic. Wiedersehen. So, wie voll bist du? Oder wie leer? Ja, leer. Sehr gut. So, Clear Glass nehme ich auch gleich mit. Dann machen wir mal schnell das. Brauche ich schnell. Schnell vor allem. Also. Ich. Ich. Und dann haben wir Sand. Da kann ich das nämlich gleich durchblasen. Das Glas. Danke. Und du kommst auch noch da rein. Terrakotta haben wir ja auch noch. Dann können wir das schon mal aufräumen. Auch noch aufgeräumt. So, jetzt haben wir über ein Stack. Ne, haben wir nicht. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Portable Analyzer? 31, halben Stack haben wir. Ist doch auch was Schönes. Man muss sich auch mit Kleinigkeiten zufrieden geben. Gut. So, dann hätte ich gesagt, also wir brauchen den Imprinter. Dafür brauche ich die B-Sachen da. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Gold raus. Dafür brauche ich auf jeden Fall schon mal den. Also, dafür brauche ich zwei. Dafür brauche ich einen, sind es drei. Sind es drei. Okay. So, was brauche ich noch? Drei Stück haben wir gesagt. Eins, zwei, drei. So, Glass Paints und Redstone. Wie viel Redstone? Zwei. Und ich mache mal eins nach dem anderen. Weil sonst... mache ich wieder Mist. So, den haben wir. Das heißt, jetzt als nächstes brauchen wir den. Dafür brauche ich Diamanten. Davon brauche ich einen. Davon brauche ich zwei. Davon brauche ich vier. Das heißt, wir brauchen 16 Diamanten. Gut, dann werde ich auf jeden Fall einen Eimer Wasser mitnehmen. Also. Dann brauche ich Netherquarz
8 Stück. So, du bist Dirty Quarz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl, habe ich. Dann brauche ich Redstone 8 Stück. Habe ich. Und ich brauche Enderperlen 4 Stück. So, dann gehen wir schnell mal Wasser holen. Hoffe, dass mir ein Eimer reicht. Dann heißt es jetzt, du gehst gleich da rein. So, als erstes machen wir die Dias. Und muss man schnell klicken oder was? Oder war das? Das war jetzt einfach Dusel vermutlich. Oder war ich, was er dabei hatte? So, ich habe sogar noch ein Gear übrig. So, was brauchen wir jetzt dafür? Dafür brauchen wir jetzt wieder Zahnräder. Okay, davon brauche ich einen, davon brauche ich zwei, davon brauche ich drei. Okay, das heißt also, wir brauchen nochmal. Ich habe jetzt acht, ich brauche. Ich habe jetzt 12 Zahnräder. Das heißt also, ich packe ich jetzt schon mal dahin. Ich brauche mehr für die Start. So, dann brauche ich das, da kann auch weg. Dann kommen die auch mal dahin. Kommst du auch mal weg? Okay, den einen Diamanten, den wo ich habe, den brauche ich dann sowieso. So, was habe ich gesagt? 32. Und 16. So, das heißt jetzt aber für mich, ich gehe wieder nach vorne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und lass die Schmelze laufen. Wir gehen hier rein. Vielleicht haben wir eher Glück und wir kriegen alles hin. Aber da ich bin, glaube ich es nicht. Oder? Mittlerweile glaube ich dadurch, dass ich immer wegen Vorarbeiten mir sage, wir könnten ja da ein bisschen mehr machen, reicht es, glaube ich, seitdem. So, also, was brauche ich jetzt noch für das Ding? Ich brauche noch Redstone. Was habe ich jetzt gesagt? Ich brauche drei Stück, ne? Drei Redstone. Okay. So, und dann brauchen wir noch die Pisten. Ah, ich brauche noch Gold. Klack, klack, klack. Drei Stück. So. Also, wir machen Numero Uno. Und wir haben den Genetic Imprinter. Als nächstes haben wir. Der kommt dahin, der Tier kommt dahin, du kommst dahin. Den Genetic Sampler.
Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin und ich habe den Genetic Transposer. So, jetzt brauchen wir ein Blank Gene. Das brauchen wir, glaube ich, auch. Labware, oder? Jawohl. Das ist ein Dia und vier Glasspane. Schauen wir mal. Und hier haben wir noch Glasspanes. Hier und vier Glasspanes. Dann haben wir Genetic Labware. Haben wir auch. So, und dann brauchen wir jetzt noch Genetic Template und Blank Gene Sample. So. Edge. Gen History. So, wir brauchen da gar nicht dabei. Doch da. Blank. Das ist Zinn und Redstone. Und das letzte ist ein Genetic Template. Ich glaube, das brauche ich dann draußen. So, dann will ich auf jeden Fall mal einen Pfosten mitnehmen. Haha, habe ich keinen. Sehr schön. Das ist ein Post, glaube ich. Jawohl, ein Wooden Post. Das heißt, ich brauche zwei Zäune und ein Brick. Oh ja. Warum einfach? War das ein Brick oder ist das ein normaler Stein? Stone Brick. Nö. Ja. Genau. So macht man es. Stone Brick. Kommst du dahin? Dann habe ich einen Button. Dann brauche ich davon drei, davon brauche ich einen. Das da. Ja, ich lege mich zum Strom. Da bin ich danach voll entspannt, oder nee, ich bin dann angespannt. Ja. Ich weiß, flacher Witz. Passt durch die Tür durch. Und dann heißt es jetzt, der Dia kann weg. Und die Bronze geht auch weg. Dann laufen wir noch mal nach Bonne. Schmeißen die Schmelze an. Kann die fröhlich pfeifend die Blöcke gießen. Und wir gehen jetzt zu den Bienchen. Schauen wir mal, was da alles so abgeht. So. Ha, ich weiß, warum, dass ich noch was wollte. Dafür hatte ich nämlich den Platz gebraucht. Aber ich kenne mich, kein Cowboy bestimmt mehr. Noch eins. Null. Ha. Palim, Palim. Kupfer anmachen.
Da haben wir schon mal 12. So, klack, 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 klack. Moment dahin. Reichen mir 4? Ja, reichen 4. Durch. Ja, mach mal aus. Ab nach Haus. Ja. Hab da Klangriff geschickt. So, dann heißt es jetzt für mich, wir brauchen jetzt den da. Dann kommst du dahin. So, dann kommst du jetzt von da nach da. So, und dann heißt es jetzt. Ich habe keine Ahnung, in welcher Reihenfolge, dass ich die aufstellen muss, soll. Ist jetzt aber auch egal. Nee, wir machen das nach hinten. Weil hinten lang habe ich eindeutig dann nichts mehr zum Suchen. Das ist vorne. So, und dann heißt es jetzt zack, zack, zack. Nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernst. Ich habe jetzt natürlich den Hammer unten gelassen. Yay. Und auch Materialien, um den Hammer zu bauen. So, Hämmerchen. So, danke. Bin ich mal gespannt, was er jetzt für ein Problem hat. Er hat das Problem, ich kriege die Tür nicht zu. Kann ich denn auch so? Ja. Gleich irre. Ist es jetzt dem Herzog genehm? Also. Das Ding muss jetzt daher. Den Hammer muss ich jetzt da anbringen. Dann muss ich jetzt den da daher legen, damit ich jetzt mit dem dahin komme, mit dem dahin komme, dahin komme und dahin komme. Jetzt passt auf, jetzt wird da mir was im Weg sein. Was habe ich gesagt? Da kommt wieder. Palim, palim. So. Mir ist egal. So. Freue ich mich auf die anderen Stromkabel. Ich habe keine Ahnung warum. So. Dann lassen wir jetzt mal alle hier durchjagen.
Sehr schön. So, Genetic Imprinter. Der muss jetzt halt überall Strom aufbauen. Okay, und er kann bis zu 1 Million RF speichern. Ja, das wird ein bisschen länger dauern. So. Genetic Imprinter. Genetic Sampler. Muss ich einfach mal was testen. Okay. Und ich merke schon, ich habe alles mitgenommen. Nicht. Oder auch noch nicht alles gebaut. Haben wir jetzt aus Versehen. Gen. Da brauche ich noch Zinn und ein Redstone. Ist es nur einer oder sind es mehr? Einer. So, 4 Stück haben wir jetzt gemacht. Mal da mal überhaupt. Also, das heißt, wir gehen jetzt mal schnell die Bienen durch. Das ist eine Common Meadows, okay. Common, Common. Common Cultivated. Die ist noch unbekannt. So. Das funktioniert nicht. Das würde funktionieren. Jawohl. Dann lassen wir den noch mal laufen. Noble vor allem. Kann man mehr das Hybrid. Sampler müsste eigentlich, ist das ein Probeentnehmer. Ein Imprinter wird dann reinfügen sein, oder? Wird mal wieder dunkel. Wir gehen ins Heierchen. Wäre cool, wenn ich noch diese eine Quest bei dich kriegen würde. Ich habe da gerade so eine Vermutung. Also sozusagen, der eine zerlegt jetzt die Biene in seine, welche eine random Chance haben, was ich da rauskriege. Genau, da ist jetzt halt mein Problem, dass der Strom, der wo da halt kommt,
viel zu gering ist. Das heißt, ich habe dann da auch irgendwann eine Idee. Das heißt, ich werde dann von unten mir einen Speicher holen, den dann da an das Ding dran klatschen. Dann kann ich da auch wieder dieses hässliche Eck da wegmachen. Sind wir auf jeden Fall schon mal weiter. So, wir haben jetzt hier eine Common Meadow Hybrid. Ich lasse ich jetzt einfach mal so laufen. Ich habe meinen Hammer dabei. Das heißt, ich kann jetzt dann hier machen einen Eingang. Probier da mal was. Auch 3. Das Terrakotta habe ich schon einstecken. Gott, hätte ich gewusst. Euch dann sogar doch 3 braucht. Beziehungsweise nein, ich brauche sogar 4. Ja, und was habe ich vergessen? Ich hält. Kabel. Auch mindestens 4. So, wenn ich dich dahin mache, ich dich da noch dran, jawohl. Das ist echt ein Blödsinn. Will ich doch gar nicht. Ich möchte eigentlich, dass der schneller gefüllt wird. Also, das heißt, du gehst jetzt da rein. Jawohl, wir sind bei 109F. So, dann kommst jetzt du. Hammer nicht? Geht nicht? Ich schätze mal, weil der da ist. Da kommst jetzt du dahin. Dann haben wir jetzt den Capacitor. Beziehungsweise nein. Jetzt muss ich das Ding doch um einen versetzen. Okay, so. Dann hast du jetzt dann da Eingang, Ausgang. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Und du gehst jetzt dahin. Brav. Auch brav. Gut. So. Und ich kann die Ecke wieder zumachen.
Oh, der wird jetzt zwar in Rekordgeschwindigkeit leer. Aber die laden. Jawohl, jetzt habe ich einen Beat Sampler Speed Slower. So, du bist jetzt dann der Transposer. Das heißt, du kommst dann hier rein, kommst hier nicht rein. Ich merke schon. Daraus könnte ich jetzt Liquid DNA erzeugen. So. Alles klar. So, dann heißt es jetzt, ich habe eine Hausaufgabe bekommen. Ich schaue mir an, wie das denn genau funktioniert. Dann kann ich es beim nächsten Mal nämlich genau erklären. Und wenn ihr noch Fragen und Anregungen habt, dann schreibt es mir noch bitte in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.